Hi Leute und herzlich willkommen bei mir, Rollon 1. Einen angenehmen Tag euch allen. Es ist bald Halloween. Gleich kommt da ja noch was. Ich weiß nicht, wenn es merkt oder Unterschiede ist. Ich habe ein neues Mikrofon mir geholt. Ich hoffe, man merkt einen Unterschied. Vielleicht ist das auch der gleiche. Mal sehen. Wir spielen wieder Monster Zenetechi. Irgendwie so, ich hab's wieder vergessen. Ich hab's sogar mir gegoogelt. Wir gehen jetzt mal hier im Haus rein. Zum Gucken. Die Titel dieser Bücher lauten: Das uralte Buch, der Blob, Aufzucht und versteckten Ort der Monsterzuflucht, ein Leitfaden. Aha. Hier ist ein alter Mann. Ich will wissen, was er sagt. Komm, wir finden's heraus. Nanu, ein alter Freund? Hey, Buran, lange nicht gesehen. Ich bringe dir einen neuen Schüler. Er hat gerade einen ersten Monster ausgespürt. Ich dachte, du könntest ihm das ein oder andere beibringen. Du bist also der neue Spektralhüter, ja? Man nennt mich den alten Buran. Ich habe mein Lager am Ladenenden am Ende des Hüterwegs aufgeschlagen, damit euch Grünschnäbel in euren neuen Pflichten als echten Monsterhüter unterweisen kann. Aber lasst uns erst gegeneinander kämpfen, um zu sehen, ob du diesen Titel würdig bist. Ich weiß nicht, wenn das gut ist, wenn ich alles lese, den Mikrofon ein bisschen nach vorne mache. Ich weiß auch nicht, wie das ankommt. Verzeiht mir, das ist mein erstes Mal damit. Mal gucken. Beobachte deinen Gegner sorgfältig. Manche sagen, das Ergebnis einer Kampfstunde von vornherein fest. Boah. Ich dachte, diesen Blob selbst aufgezogen habt, sind sie stärker als die, die du bisher gesehen hast. Wie du siehst, ist ihr Level viel höher. Oha, Level 5. Oh nein. Du kannst auch die Schwächen und Widerstände deiner Gegner sehen. Auch wenn ich Level 4 bin, egal. Meine Blobs sind schwach gegenüber Windangriffen. Ha. Du hast dein Schwachpunkte verraten, jetzt wirst du gefickt. Okay, das hört sich bestimmt scheiße an im Video. Mal sehen. In der Ausprobierphase flexen wir mal diesen Würmlein fest. Sieh zur obere rechte Ecke deines Bildschirms. Das ist der Kombozähler. Jede Aktion im Kampf beeinflusst den Kombozähler. Erhöht sich ja nachdem, wie oft du an deinen Gegner triffst oder deine Verbündete heilst oder buffst. Der Kombozähler erhöht den Schaden der ruhig folgenden Angriffe. Nach dem Zug wird er zurückgesetzt. Es ist also sinnvoll, erst deine Schwachverteidigungsstärke. Ja, halt's Maul. Brauche ich nicht. Machen wir diese Barriere für uns. Joa. Juhu. Take this. Ja, was für ein Hus. Was für ein Huso. Ja, ich stell vor, die heilt sich die ganze Zeit. Dann hab ich eigentlich verschissen. Ah, nicht unbedingt. Ja, das ist der einzige Attacke, die einfach Schaden macht. Ein bisschen. Schild, nee. Komm. Vielleicht verbrennen die ein bisschen. Der ist fast tot. Komm, das hätte eigentlich. Der hätte doch sterben können. Oh, danke für den Feuer. Ja, war doch gut. War doch gut. Ja. Wieder Arcana-Blitz. Ja, egal eigentlich, wen ich angreife. Was bringt eigentlich Schild, wenn ich Barriere hab? Ist doch auch Schild. Flex, flex, flex. Blasen. Blasen. Also, das ist so einer der langweiligsten Kämpfe, die ich je hatte. Das ist einfach nur in der Länge gezogen. Mehr nicht.
Ja, das war ein dummer Zug von mir. Scheiß drauf. Hab den jetzt genommen, weil das weniger Mana macht. Weil ich das heute ausprobieren werde mit dem Mikrofon, wird das auch ein kürzerer Part. Nach dem Boss werde ich auch schon aufhören, weil ich auch nicht so viel Zeit eigentlich habe. Mal gucken. Ich hoffe, wenn ich dieses Mikrofon nicht immer hochhebe, dass man das hört, dieses Hochheben. Wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, der Sound ist besser. Beziehungsweise, man hört mich besser. Der Sound an sich weiß ich nicht. Och Mann, ey, meine Kopfhörer nerven mich gerade übelst. So. Das macht auch den meisten Mana weg, ne? Ja, ich trinke dabei was. Was dagegen? Weil wir kämpfen auch gleich gegen den hier. Oh, Spoiler, oh nein. 2 Sterne gewillt. Also komm, da hätte man noch einen Skill hochleveln können. Aber ist auch gut, weil ich habe gar keinen Bock, irgendwie gerade einen Skill hochzuholen. Nicht übel, gar nicht übel. Du bist der Hüter wegen gegen und du hast... Aber letztes Mal, wo ich Offscreen gespielt habe, habe ich 4 Sterne bekommen. 4 fucking Sterne. Und jetzt einfach schlecht. Naja, egal. Das war auch gerade eben kein Deutsch. Du bist den Hüterweg gegangen und du hast mein Monster besiegt. Aber ein richtiger Monsterhüter zu... Oh ja! Zu werden musst du flexen können. Das ist Fakt und buchstäblich kürzer als dieses Wörterbuch, was er mir vorschlägt. Das ist halt die Bibel, ey. Hast du dich auf den... Ja. Ja, jetzt flex ich den. Gut. Komm her, kleiner Boss. Und ich glaube, danach habe ich auch, ehrlich gesagt, kein weiteres Progress gemacht. Also nach meinem, wie nennt man das? Oh, ich habe das Wort gerade eben erzählt, wo ich Offscreen gespielt habe. Genau, das ist, danach habe ich dann nicht mehr weitergespielt, das ist dann für mich blind. Besonders starke Monster bezeichnet man häufig als Champions. Sie haben mehr Gesundheit, verursachen mehr Schaden und können mehr als einmal pro Zug agieren. Ich finde die Musik echt episch. Ich habe die letztes Mal gar nicht so in Erinnerung gehabt, dass die so... Oh, voll geil, Alter. Könnte fast Gänsehaut-Moment kommen, aber nur fest. Es ist deine Aufgabe als Monsterhüter, dich umzukommen. Als du... Also ist es nur rechts... dass du einen Champion besiegst, um Mitglied des Ordens der Monsterhüter zu werden. Nee, ich werde kein Monsterhüter. Ich werde selber ein Champion und flexe alle. Dann bin ich alle der größte Champion auf Erden hier. Zeig mir, was du über drauf hast. Kämpfen. Komm. Flex, flex. Oh, mein Wurm kann echt viel. Krank habe ich Schaden gemacht. Oh, letztes Mal habe ich viel mehr Schaden gemacht. Ah, ich hätte Verbrennung nehmen sollen. Ich dachte, ich wäre der eine. Hä? So. Ja, dann könnte ich ihn doch besiegen. Ich dachte, ich spiele gerade mit Gustav. Ah, ich bin ja gerade beim Wurm. Ach, das ist der Schild. Keinen dummen Zügen machen. Ich glaube, ich heile ihn einfach, weil er kann eh nichts. Dann werde ich beim Wurm erstmal eine Barriere machen. Und Gustav wird wieder hier ein bisschen flexen. Der hat aber ein Schild, verdammt. Oh, das sieht nicht gut aus. Letztes Mal war das viel besser. Definitiv. Aber ich habe auch mehrere Monster. Vielleicht schaffen wir das. Auch wenn das nicht viel brennt. Ich hoffe, er kriegt Verbrennung, ja. Das wird ein epischer Kampf. Junge, Junge, Junge. Oh, das heilt ihn übelst hoch. Machen wir ein Schild für uns allen. Oh, jetzt will einer Black Desert spielen.
Was für ein Müll. Hallo! Ich hab's begriffen. Scheiße, was war das denn? Eigentlich kann ich die ganze Zeit Schild machen. Und dann kann der immer heilen. Also, boah. Das ist so jetzt meine Taktik. Dann kann ich ihn besiegen. Dann dauert das ein bisschen länger vom Progress her und vom Schlagen her. Aber egal. Morgen kommt wieder ein Video. Morgen, ja. Genau wieder morgen. Dann werde ich wieder ein bisschen ankündigen, was ich im Game gemacht habe. Im Leben und so alles. Weil, das mache ich jetzt ja öfters. Ich habe ja ganze Woche Videos gemacht. Dann kann ich ein bisschen von der Vergangenheit, ein bisschen von der Zukunft, ein bisschen von euch erzählen. Wie wär's? So, das ist halt ein kleiner Format bei mir geworden. Das ist aber auch hier ein Format. Ich glaube, beim Schleimschuss kriegt der auch irgendwie irgendeinen Effekt. Ein Gift-Effekt oder so. Ja, genau. Ja, machen wir wieder Schild. Weil der Wurm hat wieder keins. Ja, der Kampf dauert viel zu lange. Ich glaube, in Offscreen habe ich den längst schon besiegt. Was ist denn los, ey? Komm. Aber diesen Gift hätte ich auch ganz ehrlich schon früher machen können. Komm, nochmal Gift. Auch wenn das keinen Schaden macht. So langsam haben wir den gleich besiegt. Oha, das hat übelst Schaden gemacht, dieses Feuer. Ja, wir haben das geschafft. Weil ich voll haben möchte, heile ich den. Dann kriegt der hier ein bisschen Feuer. Und haben besiegt. Oh mein Gott. Easy. Epischer Kampf. Muss ich sagen, das war nicht so langweilig als jeder Kampf. Das war ein bisschen Denkvermögen wert. Und reicht. Nicht schlecht. Krass, jeder. Oh. Scheiße. Tastatur ist gerade ein bisschen Trinken runtergefallen. Glückwunsch, Jungsprung. Du hast deinen ersten Champion besiegt und du bist sofort ein Hüterkandidat. Mehr brauchst du nicht zu tun, Bleib aber noch ein Weile und hör mir zu, ja? Denn in der Zuflucht gehen Dinge vor sich, wie die Sorgen macht. Okay, tschüss. Was für ein Text, Digga! So könnte man auch die 20 Minuten voll kriegen. Digga. Ja, jeder Let's Player liest den Text. Ich skippe oder sage ja. Eigentlich wollte ich ja aufhören, aber im letzten Part war das, glaube ich, ja, hatten wir was gesehen und ich weiß gerade gar nicht, wo das nochmal war. Scheiße. Ich glaube, das war schon hier links und dann unten? Fragezeichen oder... Ganz so, ich glaube, unten war das. Ja, das sieht gut aus. Genau, hier. Hier haben wir den Wurm bekommen. Dann können wir hier diese Kiste bekommen. Und da habe ich also den falschen Knopf gedrückt. So. Und mal gucken. Oh, ja, stimmt hier. Dann müssen wir mal gucken, was wir hier kriegen. Und... Pandoras Büchse erhalten. Tschüss. Es könnte halt zum Ausrüsten sein. Ja, der ist schon voll. Dann nehmen wir. Ja, komm, hier. Ja. Dann werde ich jetzt mal alle Skillpunkte erhöhen. Und dann war es das schon mit dem Video. Ich wollte einfach nur ein bisschen ausprobieren. Komm. Hier das ein bisschen verstärken. Und hier die Verbrennung ein bisschen buffen, glaube ich.
Oder wie ich das vom Bild sehe. Ja, ich glaube, das nehme ich. Kein Plan. Den nehme ich ja gar nicht. Ja, das ist eigentlich eine gute Attacke. Hatten wir ja von dem Boss gerade gesehen. Ja, komm, machen wir das hoch. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video. Auch wenn das ein kurzes Video ist. Ich wollte es einfach nur mal ausprobieren, wie diese Soundkulisse ist. Schreibt mal in die Kommentare, wie es ist. Bis zum nächsten Mal, euer Ron1. Ciao, ciao.